Gut. Welcome back. Bitches, lost and damned. Wieder am Stissen. Was machen wir denn heute? Oh, das Lied ist cool. Ich kenne das, glaube ich, aus irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß aber nicht immer aus welchem. Egal. Fahrt war jetzt ein bisschen unnötig, weil wir haben ja eh hier die nächste Mission. Machen wir auch direkt. Action, Reaction. So, where did you get them from? Oh, you know, if my little contact I have really wants you to cut me out of the loop. The hell I get it. What is wrong with you? Hey, man, what kind of shit is out there? Billy, all you gotta do is grab it. And that makes you what? A, shit grabber? Shit grabber. Wow. Now, see, I like how you did that. It was very good, very clever. Almost like a joke, you know, only it wasn't funny. Johnny, you met Ray? Hey. Ray Bottino? Hey. My brother, Johnny. Johnny the Jew. Johnny the Jew, how the hell are you? Do me a favor, help keep this degenerate out of jail, all right? At least until he's paid me. I'll do my best. Yeah, later. What's he selling you? Toys, my boy, toys. Now, come on, let's go. Man, where are we going, Bill? Pay somebody a visit. Billy, man, please don't be a dick. Johnny, you seem a little tense lately. Have you considered some analysis? Maybe a day spa? High colonic? Colonic. Ja, wir sind da jetzt Informationen hier. So, folge Billy. Warum auch immer, wenn der Boss sagt, es gibt was zu tun. Ja, ich glaube, wir könnten uns mal hier einreihen. Wir wollen ja eine schöne Formation haben, ne? Auch bei Bikern herrscht ein bisschen Ordnung. Ah, ne, 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 ich will leben. Leben! Don't you ever get tired of following Billy without knowing what's going on? That's what you do with a leader, dumbass. Are you sad no one's following you, Johnny? I'd be nothing but embarrassed to have you kissing my ass all day, Brian. Schön diese kleinen Gespräche beim Autofahren oder Motorradfahren in der Gruppe. Ja. Diese Fahrten, diese Motorradfahrten in der Gruppe sind eigentlich so wie die Autofahrten in den alten GTAs, wo die auch immer sich unterhalten, bevor die ja, das Ziel erreichen. Komm, komm, komm. Mitteilen. How about we drop the hammer on this run, Billy? Make shit interesting. Let's go. Lost MC. Oh yeah, fine. Rennen mit den Lost Crew zum AOD Pause, also Lost Angels of Death meine ich. Interessant, dass die wissen, wo die hin müssen, wenn er das nicht gesagt hat. Oder habe ich nicht mitbekommen, wie er es gesagt hat? Ich meine, er hat nicht gesagt, wo wir hinfahren. Ja, ich glaube, ich doch. Kann auch gut sein, dass ich es einfach nicht mitbekommen habe. Auf jeden Fall ein richtig hartes Rennen hier gerade. Mein Vorsprung. Fahren immer noch in der Gruppe, obwohl das ein Rennen ist. Ja, haben alle, eben alle Angst vor Billy. Aber hier, der gute Johnny setzt sich vor die Autorität. Der steht über Billy. So, da wären wir. Waren wir auch irgendwann mal in GTA 4? Meine ich. Da waren wir irgendwie am Steg und sind dann hier rausgekommen. So, warten wir mal auf die anderen. Können ein bisschen dauern. Ach, da sind die ja. Hi Freunde. I'm still your humble servant. Yeah. Have I got a toy for you? Yeah, whatever, Bill. What do you want? What is this? What? What the fuck is wrong with you, man? What are you talking about? These deadbeats are the ones who killed Jason in Broker. Thought it was a pole or a Serb or something. We got some bad information, brother. These are the guys. They killed that kid, and look at you. You're acting like you don't even give a shit.
You sick or something, man? These deadbeats killed Jason? Yes, they did. Now, take one of these grenades and put it through their window. The Almighty forgives, Johnny. The lost don't. Yeah, amen, Johnny boy. Und wir wissen, wir als Spieler wissen, das ist eine Lüge. Denn Jason, kann ich ja kurz erklären, wurde ja von Nico gekillt. Und John, nein, wie heißt er denn? Billy nutzt das aus, um uns gegen die Angels aufzulehnen. Oder er weiß es selber, hat selber falsche Informationen. Aber ich glaube doch eher, dass er es weiß, aber trotzdem lügt, damit wir die angreifen. Na gut, Johnny weiß es natürlich nicht. Deshalb macht er mit. Außerdem, wir brauchen ja keine Entschuldigung, um unsere Gegner hier abzumoxen. Ich meine, sind das die fucking Angels of... Habt ihr es gesehen? Da ist ein Auto runtergefallen, what the fuck? So. Granatenwerfer übrigens auch wieder eine neue Waffe. Im Repertoire von Lost and Dead. Oh yeah, fuck them. So, down. Ist auch hinterhältig hier, will angreifen. Oh, da kommen noch mehr. Na komm, machen wir mal das hier. Ups. Da kam ein kleiner Rüpser raus. Oh, lol. Alter, das sind ja ein bisschen viele. Ja, komm. Ja, mal sehen, ob wir die hinten treffen. Wir haben ja noch eine ganz gute Kugel. Ja, war ganz gut. Ah, ne, das war zu weit. Egal. Oh, der brennt. Warum auch immer. Ich gehe lieber nicht durchs Feuer. Oh, etwas viele. Nice, perfekter Wurf. Bitte nicht zu nah an mir dran. Ja, perfekt. Okay, hat aber keinen gekillt, leider. Okay, komm. Einer. Lieben gern. Ist es der Eingang? Nee, anscheinend nicht. Begleite Billy. Ach, der ist da hinten. Hier. Da, Batz. Okay, jetzt muss er sich nur noch mal zeigen. Komm. Ha. Nice. Das wäre jetzt nicht so klug. So, nice. Ah, nach lang. Das ist jetzt ein bisschen blöd vom Winkel her. Komm, spring. Okay, ich kann nicht springen. Kein Problem. Hey. You ever heard of Jason Michaels? He was a brother of mine. Ich will mal. Lol. Alter. Vor meinen Augen verbrannt. Na egal. Okay. Da. So, ich glaube, wir sind fertig. Oh, the deadbeats have got themselves one shitload of heroin. Pack it up, Johnny. Wait, I don't understand. What? I thought this was payback for Jason, man. What the fuck is this?
$2 million in Knob County is as good a payback as I can think of. Come Jesus, on, brother. But hold your fucking horses, man. Now we're gonna steal their smack? Slow down. Slow down, huh? Hold up. Wait. Jesus. Physics lesson, fuckball. Do you know how motorcycles work? Do you, Johnny? You about to get schooled. Centrifugal inertia. Meaning, the quicker your wheels go, the more stable you are. The faster we go, the harder we hit it, the more us brothers pull together. That's why we do what we do. That's how we do what we do. Why? How? They're the same fucking thing. We go faster, longer, and harder. And that's how we stay together. Brian, shut up. What the fuck are you talking about? You gotta stop reading them shitty internet sites, man, and start thinking about what you're doing to us. We lift this shit right now, and every deadbeat on the East Coast is gonna come after our chapter. Well, that's something your leader will have to worry about, not you, soldier. Brian, grab the shit. Ja, wartet nicht auf mich. So. Ja, die Leute vom Angels of Death Club, die gerade nicht hier sind, werden sich wundern, wenn sie zurückkehren. Hey, warte auf mich. Ja, ja, ich habe hier nichts mehr zu tun. Ich habe nur das Feuer gesehen. Ey, 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 ich bin hier nicht mehr verantwortlich. So, ganz schön aufgestiegen. Bei unseren Mates. So, aber keine neuen Waffen. Ich finde langsam wäre es mal in der Zeit, neue Waffen hier zu freizuschalten. Vor allem werden hier Arm drücken. Interessant. Mal mit den Gegnern ein bisschen Arm drücken. Oh, wir haben gerade unser Clubhaus verbrannt. Aber wir können auch mal hier nachher ein bisschen arbeiten. Zur Versöhnung. So. Triff dich mit Liz Torres. Sie könnte ein bisschen von der Scheiße absetzen, die wir gefunden haben. Na klar. Zeug von Brian in der Icon irgendwie. Ja. Ja, wo wir dabei sind. Also Liz kennen wir natürlich auch aus GTA 4, aus dem normalen Spiel. Und Ray, den wir am Anfang in der Cutscene gesehen haben. Der mit Billy gesprochen hat. Also wieder mal einige alte Bekannte. So, vor allem haben wir gerade eine Nachricht erhalten. Wollen wir die lesen, während wir rennen fahren? Natürlich! So, Nachrichten. Jimmy, haha, Johnny. Website so geschickt. Die da an. Na gut. Lol, 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 lol. Ja, verloren. War geil. Huren, ey. Mann. Was für Arschlöcher. Okay, Telefonbuch. Clay. Bikes. Hexer. Clay, my brother. Do you reckon you could equip me with a hexer, maybe? Shit, Johnny. You sure are demanding. I'm on my way. Ich höre den da hinten. Hat der Arschloch mich ins Wasser geschubst? So. Johnny, the Road Captain has arrived. You're doing a good job, Road Captain. Schön, dass er sich den ganzen Tag darum kümmert, dass irgendwie die Leute ihre Bikes kriegen. Hat leider nicht den Anstrich, der unser Bike normalerweise hat. Aber es ist zumindest die gleiche Sorte. Vor allem haben wir eine Nachricht von Terry erhalten, ey. Framerate ist ein bisschen niedrig gerade. Wundert euch nicht. Was ist denn hier gerade los? 39, 56, komm. So, Nachrichten Terry. War ein Vergnügen, dass man zu schlägt. Ja, blöde Hugo muss auch direkt am falschen Zeitpunkt schlagen. Moment. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, ey, habt ihr das gesehen? Nicht ins Wasser fahren. Das wäre fatal. Dann werden wir direkt verloren.
Ey. Das war jetzt nicht so gut. Scheiße. Alles klar, macht auf jeden Fall die gleichen Fehler wie ich. Okay, komm, Gast. Na gut, ist jetzt nicht so fatal. Wir sind noch in der ersten Runde von Dry. Da kommen wir mal machen. Was? Probieren wir mal was Riskantes. Ja, hat geschafft. Er hat geschafft, hat funktioniert. Ey, 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 ey. Ey, 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 oh, lol. Okay. Nice. Okay, funktioniert echt nicht. Komm du davon auch. Ah, wir dürfen hier nicht zu viel Gas geben, sonst fahren wir nochmal ins Wasser. Und hier nicht zu sehr nach vorn kippen. Oh shit. So, komm. Butterweich im Wasser. Nein, 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 nein. Nicht zu weit, nicht zu weit. So, wir sind ja hier auch im Finale von GTA 4 lang gefahren. Wo wir Pegorino verfolgt haben. War eine interessante Mission. Oder was heißt interessant? Die war mega geil. So, nochmal den gleichen Stunt. Diesmal nicht ganz so intelligent. Intelligent, genau. Eine Mischung aus Intelligenz und elegant. Intelligent. Boah, damit Briefkästen umschmeißen. Boah, das ist die Idee. Ich befürchte aber, hier sind keine Briefkästen. Oh, oh, nicht gut. Nicht gut. Alter, macht der hier gerade Yoga? Ja, einfach mal an so einem verschmutzten Schlammloch für Yoga machen. Warum nicht? Was ich interessant finde, was mir gerade so in den Sinn kommt, wir werden hier im Spiel, soweit ich mich erinnere, ich glaube, wir werden hier tatsächlich nie im Leben Heli fliegen. Schon interessant. Also natürlich, wir kommen hin und wieder mal in ein Auto rein. Und mit Motorrad fahren wir eigentlich fast die ganze Zeit, aber für Heli? Interessanterweise nicht. Na gut, aber Johnny kann auch wahrscheinlich nicht Heli fliegen, ne? Aber letzte Runde nichts riskieren und dabei gleichzeitig den Stunt machen. Wir auch ins Ziel rollen. Den Sieg hole ich mir aber trotzdem. So, 1052, das wird immer mehr. Finde ich gut. Oh, shit. Okay, alles noch cool. Ja, nicht zu schnell. Oh. Eine Nachricht von Clay. Ich glaube, der war im Rennen dabei. Könnte einiges erklären.
Scheiße, ich hab dich getroffen, ha? Anscheinend hoffentlich nicht mal. Ruf mich mal an. Ach so, okay. Der ist jetzt natürlich ein bisschen gepisst, weil er verloren hat. Na, kann man nichts machen. Wenn man gegen Johnny fährt, dann verliert man zwangsweise. Ja, auf Motorrad. Oh, Folge ist ein bisschen lang, ey. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich beim Rennen ein bisschen viel Zeit verplempert habe. Boah, vor allem wir müssen zu Elisabetta. Oh Gott, da müssen wir natürlich den ganzen Weg fahren. Ich glaube, da müssen, können wir ausnahmsweise mal auch das Taxi benutzen. Ja. Gut, keine Zeit verschwenden. Einfach speichern gehen. Ach, mein Arsch. Tut mir ein bisschen weh. Ich glaube, es ist gut, dass ich das euch erzählt habe. Bad Cop Drop. Liberty City Choppers. Naja, ne. 4.3. Wir haben den. Ah, okay, wir müssen, glaube ich, das hier speichern. Ah.